morning, friends of the wet element. Good morning, Rachel. Good morning. So we are here at the stand of the ritual dive Gozo, it is right? Yes. And Rachel will tell us right now what is the special of her new dive base. So our dive base can cater for all levels of diving, from recreational diving all the way up to technical, pro level and even rebreather diving. So I've heard that you have united different services in one building, we can say. So dive base, restaurant and accommodation opportunities, is that right? Yes, correct. So we've got accommodation, so from single rooms all the way up to two bedroom apartments that sleep four people. And we also have a bar restaurant with lots of live music events. And we're in the process of expanding to have a rooftop pool with a restaurant as well on the roof. That sounds great, I would say. What is the service for scuba divers? And also, do you offer services for technical divers? Yes, so we offer all levels of courses. So if a new diver would like to get certified, we can do open water courses. And for technical divers, we offer full support. So we have a new, brand new mixing panel. So oxygen, helium, softener lime, and also spaces, dedicated spaces where to store technical equipment and rebreathers. That's good. What can you tell me about your boat dives? So what are the destinations for the divers? So again, we can do places like Camino, which is shallower diving, suitable for all levels. We can also do heritage Malta wrecks, so we can cater for technical and CCR. We have rib options, and we can also get services with boats with lifts as well to assist with technical diving. Oh, that's very comfortable. So your dive base is, I think, in the south of Gozo? Yeah, so... Yes, southeast, sort of. Okay, that sounds great. I would say then all divers can meet at Gozo, at the new dive base, at Ritual Dive Gozo. Thank you. Yes, thank you very much. So, guten Morgen, liebe Tauchsportfreunde. Heute sind wir, wie gewohnt, in Halle 12 am Stand Dynamics Nord. Neben mir ist Martin. Moin. Ja, guten Morgen. Schön, es freut mich, dass ihr da seid. Genau, Dynamics Nord ist eine neue Marke und geht dieses Jahr das erste Mal an die Öffentlichkeit. Martin, erzähl uns doch, wie es dazu gekommen ist. Ja, also ich habe lange Zeit in der Branche bereits gearbeitet und meine Erfahrungen da gesammelt. Wir haben uns gedacht, es ist Platz für eine Marke, die Produkte anbietet, die jeweils noch irgendwo einen Zusatznutzen bieten können. Haben 2018 angefangen mit den ersten Ideen, haben aus den Ideen dann Prototypen gebaut, Erfahrungen mit den Prototypen gesammelt, Verbesserungen gemacht und sind schließlich bei einer kompletten Linie gelandet, die heute produziert wird, und zwar zu 80% in Europa. Das klingt spannend. Jetzt sehe ich hier wirklich verschiedenste Produkte, von Flossen über Masken und Trockentauchanzüge. Habt ihr einen speziellen Fokus oder was ist jetzt die Palette? Was bietet ihr konkret an? Also wir sind mittlerweile als Vollsortimenter aufgestellt. Wir haben von A bis Z wirklich alles und nicht nur ein Produkt pro Familie, sondern wir haben auch einen Bereich, den wir abdecken für Einsteiger, für Medium Range und genauso für High-Enter. Okay, das heißt also Hauptfokus Scuba Diver, also Sporttauchen. Habt ihr auch was im Bereich technisches Tauchen? Also Trockentauchanzug ist klar, nutzen auch die Techies, aber was speziell auch für technische Taucher im Angebot? Also wir decken die Range noch nicht ganz ab, aber wir arbeiten da bereits dran. Wir haben technische Produkte, du hast schon gesagt, Trockentaucher haben wir sehr anspruchsvolle, gute Modelle. Wir haben technische Flossen, wir haben Masken, die mit Sicherheit von Interesse sind für technische Taucher. Wir haben Elektronik. Elektronik heißt, das sind Computer, Luft, Nitrox, Trimix mit Sender. Und das Ganze dann auch nicht nur für offene Systeme, sondern auch für
Kreislaufgeräte, die in dem Fall dann eben militärischen Anwendungen vorbehalten bleiben. Okay, jetzt geht die Boot ja noch 2 Tage. Wie bist du bisher zufrieden mit der Resonanz? Und gibt es noch einen Highlight, was du den Gästen jetzt vielleicht noch bis zum Sonntag anbieten kannst? Irgendwelche Specials hier am Stand? Also die Resonanz in den vergangenen Tagen, die war atemberaubend für uns. Ja. Ich habe schon viele Bootmessen mitgemacht, aber keine ging so schnell vorbei wie die, weil wir einfach gar keine Zeit hatten, um irgendwie Langeweile aufkommen zu lassen. Was wir hier jetzt an Specials haben, naja, das ist eigentlich was, mit dem wir unser Händlernetz aufbauen. Wir haben hier leider noch gar keine Verkaufsmöglichkeit, weil wir wirklich jetzt den Samstag, am letzten Samstag, das erste Mal öffentlich gegangen sind. Wir haben hier noch keine Händler. Nächstes Jahr wird es dann ganz anders ausschauen. Ja, dann würde ich sagen, liebe Händler in Deutschland und Europa, Dynamics Nord, neue Marke, ja, setzt euch in Verbindung mit Martin. Und ich würde sagen, wir wünschen uns allen vielen Erfolg in den doch recht harten Zeiten am Markt. Vielen Dank. Gute Wünsche nehme ich immer gerne an. Ja. Dankeschön. So, jetzt sind wir am Stand 31.1, Halle 12. Neben mir ist die Michaela von Visit Malta. Genau, vom Fremdenverkehrsamt Malta in Deutschland. Ich arbeite für die maltesische Fremdenverkehrsamtsbehörde, unserem Büro in Frankfurt. Und wir sind hier, um diese wunderbare Tauchdestination zu präsentieren. Ihr seid ja nicht das erste Mal hier auf der Boot. Was könnt ihr denn dieses Jahr nach 2 Jahren Pause speziell den Besuchern präsentieren? Also Malta hat ja eine riesen Bandbreite an tollen Wracks, ja, die ja schon lange bestehen, von flach bis ganz tief, von 5 Meter geht es rein bis auf über 100 Meter. Und dieses Jahr haben wir ganz neues Wrack, ehrlich gesagt. Wir haben nämlich gerade erst im Juni ein neues Wrack versenkt. In welcher Tiefe befindet sich das Wrack? Das liegt auf 45 Meter. Grund? Ja. Okay, das heißt also, die oberen Bereiche ist also auch gut für den normalen Sporttaucher erreichbar? Für den normalen Sporttaucher erreichbar. Wie gesagt, es geht bis auf 45 Meter runter. Wir haben aber sehr viele andere Wracks, die auch schon versenkt wurden. Die liegen auf 18 Meter, 15 Meter. Ich weiß nicht, ob man es im Bild sieht. Da hinten ist die P31 drauf. Die liegt auf 18 Meter. Also wir haben wirklich die ganze Bandbreite für Anfänger und auch für erfahrene Taucher. Okay, was ist jetzt der Service bei euch? Organisiert ihr die komplette Tauchreise und in Zusammenarbeit dann mit Tauchbasen oder wie funktioniert das? Gar nicht, wir sind das Fremdenverkehrsamt, wir vermitteln nur Informationen, also wir sind total neutral. Wenn ihr Infos zum Thema Tauchen haben wollt und Tauchbasen, wir lizenzieren alle Tauchbasen. Die maltesischen Tauchbasen, wir haben über 50, sind alle von der MTA lizenziert, sprich also alle geprüft. Und wir geben nur Informationen raus und wir haben auch 4 Tauchbasen hier mit auf der Messe dabei, wo ihr euch konkret Informationen und Angebote holen könnt. Ja, stimmt, hast du ja eingangs erwähnt, wer zuhören kann, ist klar ein Vorteil. Okay, dann habt ihr jetzt noch ein spezielles Projekt, was du uns noch gern vorstellen würdest, das wäre was? Das ist die Unterwasser-Unit, die Uchus. Malta hat ja ein unglaublich reiches kulturelles Erbe. Wir haben mehr als 7000 Jahre Geschichte über Wasser und auch unter Wasser wirklich einiges zu bieten. Wirklich archäologische Wracks, die sind erforscht worden von der speziellen Unterwasser-Unit von Heritage Malta. Das ist das Amt, was für die ganzen Kulturgüter zuständig ist. Und wir haben eine eigene Unterwassereinheit dafür, wo die Kollegen da sind. Und die haben sehr viele tiefe Wracks bereits alle digitalisiert und haben 360-Grad-Filme mit rausgemacht, die man hier auf diesen VR Virtual Reality Brillen anschauen kann. Also einmal trocken tauchen bis auf 100 Meter ist ein tolles Erlebnis für die, die so tief runtergehen möchten oder auch für die, die noch nicht so weit waren und sagen, hey, was ist denn da unten eigentlich los, würde ich mir gerne angucken. Und die entwickeln jetzt wirklich immer mehr Wracks, die man dann eben auch ertauchen kann, damit man so eine Idee kriegt, was für eine Bandbreite an Tauchmöglichkeiten man in Malta und Gozo hat. Wir haben über 200 Tauchspots und das bei den kleinen Inseln ist echt super. Ja, ich finde, das ist natürlich eine sehr praktische Geschichte. Das heißt, die Taucher können sich vorher virtuell den Tauchgang planen, können sich das Wrack schon angucken, was dann betaucht werden könnte, Heck, Bug, entsprechende Aufbauten. Ja. Und dann ist der Tauchgang auch wesentlich sicherer, wenn man schon weiß, wo es hingeht. Zum Beispiel. Oder wenn es eben richtig tief runtergeht und man ist noch nicht so weit ausgebildet oder man traut sich nicht oder hat nicht die Zeit dazu, ja, dann kann man sich auch die richtig tiefen Wracks mal angucken. Das ist also echt spannend.
Ja, dann würde ich sagen, liebe Besucher, besucht die Michaela am Stand 31.1 unter dem Dach von Tauchernet und guckt euch mal die Wracks auf 100 Meter Tiefe an. Auf jeden Fall. So, meine liebe Tauchsportfreunde, jetzt sind wir am Stand E06 bei Oliver Steinle. Olli wird uns jetzt mal als Macher und Urheber dieses Equipments, was wir hier sehen, mal kurz erklären, was es Neues gibt dieses Jahr auf der Boot. Okay. Also ich bin der Olli von Sidemount Explorer. Das ist eine Firma, die ich zusammen mit dem Toddy Welde aus Sardinien gegründet habe. Im Wesentlichen, um das Toddy-Style Sidemount-System zu entwickeln und auch zu verkaufen. So, und hier als neueste Neuigkeit haben wir unser neues Toddy-Style-System, was wir besonders als Lösung für kleine und schlanke Personen entwickelt haben, für die unser bisheriges System manchmal ein bisschen groß und sperrig sein kann. Das können wir hier kurz mal in die Kamera halten. Das wäre jetzt dieses hier. Besonderheit ist, dass wir kein äußeres Backplate in dem Sinne mehr haben. Die Gewichtsverteilung wird vor allen Dingen auf der Innenseite wie bisher über die Backplates erfolgen. Da hat sich also nichts geändert. Wir behalten alle Gewichtsmöglichkeiten, alle Verstellmöglichkeiten von unserem bewährten TS-System. Der einzige Unterschied ist, dass die äußeren Abmessungen wesentlich kleiner geworden sind und dass eben außen keine zusätzliche Backplate mehr vorhanden ist. Das werden wir jetzt im Laufe der nächsten Monate CE zertifizieren lassen. Und zum Sommer sind wir dann hoffentlich mit dem System ready. Und das haben wir jetzt hier bei der Boot das erste Mal gezeigt in der Öffentlichkeit. Das wird eine Ergänzung zu unserem bisherigen Sortiment, was also das TS 1, 2, 3 sozusagen ist, was wir in Kombination mit dem T-Rap Sidemount Rebreather zum Beispiel und unseren anderen Produkten für unsere Sidemount-Konfiguration verwenden. Jetzt habe ich gesehen, wenn du das nochmal rumdrehst, dass wir jetzt hier, habe ich gesehen, haben wir hier Carbon und Stahl. Ist das korrekt? Das ist jetzt hier ein Konfigurationsbeispiel. Das wird auf der Innenseite standardmäßig mit dieser Kunststoffplatte ausgeliefert werden. Das sorgt einfach für ein sehr geringes Grundgewicht an dem System. Ist genau genommen kein Carbonfaser, sondern ein Polypropylen. Eigenverstärktes Polypropylen nennt sich das. Daraus wird die innere Backplate gemacht. Und zusätzlich bietet sich die Möglichkeit, das Tariergewicht, was benötigt wird, durch zusätzliche separate Edelstahl-Backplates, die einfach dahinter gepackt werden können, also das Gewicht praktisch unterzubringen. Okay, das haben wir ja dann eine sehr körpernahe Gewichtsverteilung, was ja natürlich ein Vorteil ist für den Trim etc., dadurch, dass die ganze Fläche sozusagen ausgenutzt wird. Okay, super Sache. Haben wir sonst noch irgendwas, Olli, was wir hier noch nennen können zur Boot 2023? Klar, gut, wir haben natürlich unsere anderen Produkte, wie jetzt die Skurion Tauchlampen zum Beispiel, die wir hier jetzt auch vorstellen. Da gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Es gibt ein leichteres Akkumodul, es gibt eine zusätzliche Griffoption, es gibt weitere Befestigungsmöglichkeiten für Helmlampen, die wir hier jetzt zeigen. Darüber hinaus haben wir unsere Enluva Wollprodukte. Das haben wir vor mehreren Jahren mit dem Handschuh angefangen. Das Produktsortiment haben wir im Laufe der letzten Jahre erweitert. Es gibt jetzt also Socken und zusätzliche Seiden-Unterziehhandschuhe in Kombination zu den Wollhandschuhen. Da werden wir jetzt auch in der Zukunft das Sortiment versuchen, noch weiter auszudehnen. Aber im Moment sind wir bei unseren Socken und Handschuhen erstmal hier. Ja, super. Ich denke, das sind gute Aussichten. Dann hoffen wir, dass ihr keine Lieferschwierigkeiten habt und das pünktlich im Sommer, meintest du, am Markt verfügbar ist. Ja, dann würde ich sagen, alle Sidemount-Fans, ein Muss, Halle 12, Stand E05, bei Olli. Genau, alles, was das Herz begehrt zum Thema Sidemount. Olli, vielen Dank fürs Interview. Gerne, vielen Dank. So, moin liebe Tauchsportfreunde, heute letztes Interview am Freitag. Wir sind hier Stand G67 bei Bär. Neben mir ist der Jörg und er wird uns mal was dazu erzählen, was wir hier am neuen Trocki haben. Ja, herzlich willkommen erstmal hier bei Liquid Sports auf dem Stand.
Ich möchte den neuen Trocki von Bär vorstellen. Und zwar ist es der Aquatrack Evo, in der Kooperation von Bär neu entstanden, speziell für die Preisgruppe um die 1500 Euro. Also er liegt jetzt im Verkaufspreis bei 1499. Besonderheit dieses Anzuges ist, es ist ein atmungsaktives Material. Und wir haben den Cave Cut vom X-Mission mit in diesen Anzug integriert. Das heißt, er ist schlanker geschnitten am Rumpf, besitzt über ein Teleskop-Torso, hat Beintaschen entsprechend dran, mit einem D-Ring, also ein relativ schlichte, aber auf beiden Seiten die Taschen. Ausstattungsmerkmale, Standard ist immer eine Neopren-Halsmanschette, Bottleneck-Wrist-Seals aus Latex. Und er hat auch die gleichen Boots wie der X-Mission, nämlich die Tex-Boots mit dem Klett und vor allen Dingen ist unten der Knöchel frei für alle Kicks. Das heißt, gerade im Einstiegsbereich ein fantastischer Anzug, der da wunderbar reinpasst. Was haben wir hier für einen Reißverschluss unten drunter? Also ist das jetzt Plastik oder der übliche? Ist Kunststoff, also Schutzreißverschluss ist ein YKK und wir haben unten liegend entsprechend auch von YKK einen Kunststoffreißverschluss. Jetzt bin ich zu schwach. Und Metaller geht bei diesem auch nicht einzubauen, weil einfach die Krümmung des Oberkörpers, weil es auch in 3D modelliert ist, so beschaffen ist, dass hier der Kunststoff am besten eigentlich dann ist. Ja, perfekt. Für den Preis ja ein gutes Einstiegsmodell, für die sozusagen das erste Mal auch trocken tauchen wollen. Jetzt habe ich gesehen, habt ihr noch tolle Farben hier mit Flossen und Masken. Was habt ihr da mitgebracht? Und zwar Siegel hat die Recon-Flosse rausgebracht. Ich nehme einfach mal als Beispiel hier die in Grey Camo, also auch ein Materialmix hier von verschiedenen Kunststoffen. Eine schlichte Flosse. Die Technik steckt eigentlich eher im Material selber drin. Hier wurden 10 verschiedene Gummihärten miteinander vergossen, um wirklich das Optimum an Performance zu bekommen. Sprich, wir haben hier schöne Rails an den Seiten, die das Wasser wirklich auf der Flosse halten. Es ist eine kürzere Flosse als auch zum Beispiel die F1 von Hollis, die wir auch im Programm haben. Und sie gibt enorm gutes Feedback. Ich kann alle Kicks mitmachen, Helikoptern, Backwards schwimmen, das geht alles wunderbar mit der Flosse. Und man kriegt wirklich, wenn man hier Druck reingibt, ein schönes Feedback, okay, was passiert da? Eine schöne, tolle Flosse. Wir haben dazu auch im Verbund die Farbe Oliv und vor allen Dingen im Setup nochmal die Scope Mono. Das Schöne hierbei ist, wir haben ein Gewebeband, das heißt, das An- und Ablegen ist unheimlich einfach. Wir haben mittlerweile durch alle unsere Masken durch auch das Crystal Clear Gas verbaut. Ist halt eine schöne Frameless, das heißt, auch als Backup-Maske passt sie wunderbar in die Tasche. Und zudem Schnorchel, nehme ich mal die andere Farbe einfach auch. Hier in Oliv Grün, ein einfacher Schnorchel. Siegel baut ja auch relativ viel für das amerikanische Militär, Polizei, Feuerwehr. Da sind sie ja relativ stark im Commercial-Bereich. Und hier wollten sie unbedingt einen ganz einfachen Schnorchel konzipieren. Das Schöne ist hierbei, gerade auch für Tauchlehrer, man kann den wunderbar zusammenpacken, steckt den in die Tasche rein und weg ist er. Also das in der Farbkombination einmal Grey Camo und einmal in Olive. Ja, ich würde sagen, eine gute Sache. Lohnt sich hier mal vorbeizuschauen am Stand G67 bei Jürg. Ich würde sagen, wünsche ich euch noch viel Erfolg, viel Spaß. Dankeschön, wünsche ich euch auch. Endspurt. Ja, Endspurt. Und toi, 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 war eine tolle Messe soweit. Und alles Gute euch. Super, Dankeschön. Ganz ungewohnt, so viele Leute hier vor der Bühne. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. No idea, what's going on here. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Verleihung des neuen Boot Dive Awards hier in der Taucherhalle in Düsseldorf. A very warm welcome. Einen schönen guten Abend. So, damit ich das nicht immer mache, werde ich jetzt in Englisch switchen. Und ich weiß, dass ihr alle Englisch versteht. Ich mache es auch nicht so schwierig. So please allow me first of all to be proud. Proud and of course also released. Proud because you are here. And it's wonderful to have a complete
diving section in hall number 12 and also 13. But I'm also a bit sad because the diving segment has suffered more than any other segment in the water sports industry. So the point is, how can we prepare a good basis to support the service a diver needs, number one, and number two, how can we increase the diving community? And this topic is following us since years, and this topic was discussed with some people from the exhibitor section, but also with the media representatives we have here today. Let us call the five important media in Germany and sit on a table and see what happens. We invited them and they came, all of them. And we have them here today. Alexander Kassler from Tauchen, Armin Süß from Tauchernet, Dietmar Fuchs, VDST Sporttaucher, Nina from Wet Notes, Friedrich Nadelschmidt. And this is something which was the best example for all of us, because they may be competitors in what they are doing, but the unification is that they are going to unite the diving community, the business diving community. And this is what I wanted to tell you as a message today. If we want to become strong again, fast, we have to cooperate. If we go further and we have a vision and we keep staying together, like the five media representatives sitting here, then I'm very sure that we will have a great and good future in the diving industry. And Boat Düsseldorf will always be here to support you. And we will announce tomorrow the next step to it. We had the opening here at our beautiful dive center with a new dive tower, which we are very proud of. Finally, after 3 years, we have showed what presentations can be done here. And if you have any idea, if you have any suggestion, talk to us. Talk to us and tell us where we should go, because you are the experts. We are just creating the platform for you. And that's why I can only tell you thank you. Thank you for your trust. Thank you for being with us. You can come anytime. You can call me anytime or my team if you have any wish, if you have any idea to bring this community further. And we will be back in 24 with a huge Boat Düsseldorf diving community, I'm sure. And the success is secured because you are believing in it. Thank you very much. Vielen Dank, Petros Michelidakis, hier bei uns auf der Bühne. Und jetzt wollen wir gar nicht länger reden. Erste Kategorie ist Innovation. Hier geht es um die Zukunft der Tauchbranche, um Projekte, um Ideen und auch um Konzepte, durch die das Tauchen auch zukünftig eine Passion für Millionen von Tauchenden auf der ganzen Welt bleiben kann. Bewertet werden dabei Menschen, Unternehmen, aber auch Initiativen. Die Laudatio hält Nina Zische, Chefredakteurin des Wet Notes Magazin. For this new pioneering approach, we are giving the Boat Dive Award for Innovation to O-Dive by Azot. My congratulations. Thank you.
Kommen wir also zur nächsten Kategorie und die heißt Climate. Und kurz gesagt werden die Projekte und Initiativen hierbei bewertet, die sich für die Gesundheit und das Leben unserer geliebten Ozeane einsetzen. Jetzt wollen wir aber wissen, wer gewonnen hat. Und wir begrüßen unseren Laudator, Dr. Friedrich Nagelschmidt, Herausgeber des Dive Master Magazins. And the winner of the Vote Dive Award 2023, years are passing. In this category, climate, is Dr. Angela Stephenson from Helmholtz Institute. Wir schauen in die nächste Kategorie und die heißt Destination. So we're gonna look at the next category, Destinations. Hier werden Tauchdestinationen prämiert, die sich besonders gut auf Taucher eingestellt haben. Also sowohl Reiseziele, Regionen, Hotels, Tauchbasen oder auch Liveaboards konnten hierbei beworben werden. Die Laudatio hält Alexander Kassler, Chefredakteur des Tauchenmagazins. This is, by the way, this could be Malta, this could be Deep Dive Dubai, but at the end it's Kreides Hemmo. Könnt ihr mich alle hören? Ich bin einfach überwältigt und ich muss ganz ehrlich sagen, also verdient habt ihr das alle und ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet und Malta und Dubai, ihr seid richtig gut. Und ich freue mich heute, dass ihr alle hier seid, eine super Veranstaltung und vielen Dank für die Boot, für diese Plattform. Dankeschön. Zwei Awards fehlen also noch und wir gehen direkt in die nächste Kategorie und die heißt Product. Da gucken wir auf Equipment und auf Technik und da geht es gar nicht drum, größer, schneller, teurer, denn oft liegt der Nutzen im Detail oder in einer Idee, die revolutionär ist. Wir sind gespannt, wer in dieser Kategorie gewonnen hat und das verrät uns unser Laudator Armin Süß, Geschäftsführer von Tauchernet. We present the winner of the product category of the Dive Awards products, the MK2i from Garmin. What should I say? I'm very proud. We are very proud from Garmin out, very honored to get this prize. And I had another thought for this speech, but I changed my thoughts. I would thank Mr. Michalidakis from the boat for the invitation, for making this. And we from Garmin are ready to work together to make diving segment great again. So we are ready, if it's really serious meant,
We are prepared. Thank you very much. Und wir starten mit der fünften und letzten Kategorie des kurzen, schönen Abends hier bei uns in Düsseldorf am Tauchturm. Und die heißt Personality. Tja, der Name sagt es schon, es geht um Menschen. Und zwar um solche, die sich auf herausragende, öffentlichkeitswirksame Weise besonders für den Tauchsport, die Branche und die Ozeane verdient gemacht haben. Wir begrüßen unseren Laudator in der Kategorie Personality. Hier ist Dietmar Fuchs, Chefredakteur vom VDST Sporttauchermagazin. So, let me introduce to you the doctor. Where is it? Oh, it's a time capsule mystery doctor. Dr. Florian Huber. Moin zusammen. Ich muss ganz kurz auch was sagen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen denen, die für mich abgestimmt haben im Internet. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Jury, die mich überhaupt erst mal nominiert hat. Ich möchte mich auch bei meinen Mitnominierten bedanken. Ballester ist für mich ein großes Vorbild. Was der macht, ist wirklich der Wahnsinn. Jan und Melanie Haft, die machen fantastische Filme. Die hätten es ganz genauso verdient. Bin aber froh, dass ich es geworden bin. Ist auch in Ordnung. Ich möchte ganz herzlich meinen Jungs von Submaris danken, weil ohne die würde das einfach gar nicht gehen, was wir machen. Wir sind ein geiles Team, super cool, macht immer wieder Spaß, mit euch abzutauchen. Möchte mich bei Maris bedanken, die uns seit vielen Jahren unterstützen. Und ich möchte mich tatsächlich auch bei meinen Eltern bedanken, weil tatsächlich ist es so, wenn du aus Oberbayern kommst, aus Lenggries, und deinen Eltern irgendwann mal sagst, pass auf, ich werde jetzt Unterwasserarchäologe und ziehe nach Kiel, dann ist es nicht ganz einfach. Meine Eltern haben mich immer unterstützt, haben das immer toll gefunden, was ich mache. Und ja, von daher sollten wir unsere Eltern niemals vergessen. Vielen Dank und allen einen schönen Abend noch. So, guten Morgen, liebe Tauchsportfreunde. Heute vorletzter Tag auf der Boot. Neben mir steht die Sarah vom Dive Center. Guten Morgen, Sarah. Morgen, schön euch zu sehen. Und wie ihr sehen könnt, hinter uns Premiere dieses Jahr, neuer Tauchturm. Sarah, was kannst du uns zu diesem Tauchturm erzählen? Erstmal, dass er super ist. Der Turm ist ein Traum. Wir haben natürlich wahnsinnig viel Fläche zu spielen, uns zu präsentieren, die Aussteller zu präsentieren. Und ihr seht, er ist größer geworden. 8 Meter im Durchmesser, 4,2 Meter tief, 200.000 Liter Wasser sind da drin. Perfekte Spielfläche. Ja, das ist wohl wahr. Also das heißt, man kann auch jetzt richtig tief tauchen. 4 Meter. Was kann die Besucher erwarten im Tauchturm? Was ist zu sehen? Jede Menge Action. Wir haben ein ganz tolles Programm dieses Jahr mit ganz vielfältigen Ausstellern. Uns war es wichtig zu zeigen, dass Tauchen nicht nur ein Monolith ist, sondern es ganz viele Facetten gibt und dass man auch gerne mal was Neues ausprobieren kann. Wir hatten heute Morgen Ocean Reef mit einer Full-Face-Kommunikationssystem und konnten live mit unserem Taucher quatschen. Gleich kommen die Jungs von Baltic Heritage und zeigen uns, wie sie ein Geisternetz erschneiden. Eine ganz wichtige Sache, auch Thema Umweltschutz ist natürlich für uns Taucher sehr wichtig. Die Mermaids von Mermaid Cats sind drin. Das ist ein Highlight jedes Tages, wie die wirklich dieses Advanced Apnoe und ihre Show vollführen.
Wir haben Geoedrin, die sich mit dem Thema technischen Tauchen auseinandersetzen. Und ganz besonderer Gast, die Marine ist da. Und das ist natürlich schon mal sehr spannend, denen bei der Arbeit zuzuschauen, weil sowas siehst du sonst natürlich nie. Also ganz, ganz viel. Ich glaube, es ist ein super Programm, was hier geboten wird, was das Dive Center dieses Jahr wieder auf die Bühne gestellt hat, auf die Beine gestellt hat. Neben dem großen Becken gibt es auch wieder das Schnuppertauchbecken. Das läuft dann so wie jedes Jahr, stimmt's? Genau. Wir können darin Schnuppertauchen machen, wir können Apnoe ausprobieren und Mermaiding. Und gerade für die Kinder ist natürlich ein wunderschöner Event, mal was ganz Neues reinzugucken, wo sie sonst vielleicht gar keine Berührungspunkte mit hätten und vielleicht hoffentlich ein lebenslanges Hobby zu finden. Ja, super. Dann würde ich sagen, dann wünschen wir uns noch allen viel Spaß. Ne? Endspurt, vorletzter Tag, Boot 2023. Vielen Dank, Sarah. Dankeschön. So, guten Morgen, liebe Tauchsportfreunde. Vorletzter Tag, Boot 2023. Wir sind hier am Stand von Blue Submarine Egypt Diving Centers. Oder Center? Centers. Neben mir der Bela, die Jasmin und der Wally. Und sie werden uns jetzt mal ein bisschen was erzählen, was man in Ägypten alles bei dieser Tauchbasis erleben kann. Einmaligen Service, super Umgebung. Super Programme, super Tauchspots, einfach alles und super Essen. Ich fahre ja nur wegen Essen dahin. Also am Schiff, am Boot, die Besatzung, super freundlich und auch super kinderfreundlich. Das muss ich betonen. Auch für Kinder, für Familien geeignet. Nicht für Taucher, nur für Taucher, sondern auch für Schnorchler oder für einfach Sonnenanbeter. Jasmin, welche Tauchziele konkret fahrt ihr an? Wir fahren einmal von Safaga täglich wechselnde Riffe an, einmal komplett im Inside Reef. Und gerade der Vorteil von Safaga ist, dass du am Tag halt sehr viel sehen kannst. Teilweise, wenn du einen Bootsausflug machst, hast du die Möglichkeit, bis zu 3 Riffe an einem Tag zu machen. Und bist gleichzeitig Abend wieder um 16 Uhr an deinem Resort und kannst noch den Abend im Hotel genießen. Okay, das klingt spannend. Wally, von den Tauchzielen her, ist das für Anfänger, ist das für Fortgeschrittene? Wer kann bei euch alles dann mittauchen? Also wir anbieten so viele Möglichkeiten. Entweder bei der Ausbildung, Start von Anfänger zum Dive Master. Also wir haben, die Variante ist in Marsalam, wir haben ein großes Umstieg und 2 Schwimmbad zum technisch die Ausbildung zu machen. Trotzdem in Marsalam selber, da gibt es viel Strandtauchgänge zum geben viel Erfahrung für die Menschen, die wollen anfangen beim Tauchen, wegen Strand ist. Trotzdem, wir haben auch die Boote, das kann man full day auf die Boote machen. Also da gibt es viel Möglichkeit zum viel Profile machen. Also das ist total möglich für die Menschen, die haben viel Erfahrung und die Anfänger auch. Okay, das klingt gut. Das heißt, wir haben für alle Tauchgruppen was dabei. Strandtauchgänge, auch sowohl die Bootstauchgänge für Anfänger und Fortgeschrittene. Okay, könnt ihr uns nochmal sagen, wo konkret jetzt eure Tauchbasen überall sind? Wir sitzen einmal in Safaga, dort sitzen wir im Hotel Lotus Bay. Dann sitzen wir nochmal im Marsalam im Three Corners Happy Life. Und wir sitzen nochmal im Marsalam im Gemma Resort. Ja, ich glaube, da haben die Taucher genügend Möglichkeiten. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch viel Erfolg. Danke. Halle 13 ist ja nicht ganz so optimal. Wie läuft es eigentlich? Gut, also wir sind zufrieden. Wir haben sehr viele Nachfragen hier und auch gute Kontakte. Und natürlich schon alte Besucher, die schon mal da waren, die das kennen. So Wiedersehen, Freude hier auf dem Boot. So wie ich heute wieder. Freue mich, auch Jasmin wieder zu treffen. Alles klar. Nee, super. Okay, dann würde ich sagen, geben wir Gas. Die letzten 2 Tage. Boot 2023. Vielen Dank. So, moin moin, liebe Tauchsportfreunde, wir sind jetzt hier in Halle 12, Stand A3119, direkt unter dem Dach von Tauchernet und am Stand von Holger Schmold, Tauchbasis Kreide-Seehamer. Hallo Holger. Hallo, wie geht's? Danke, mir geht's gut. Und ich hoffe dir auch, denn gestern war ein großer Tag und wie man sieht, du hast es wieder geschafft. Wir haben eigentlich beide gar nicht so richtig dran geglaubt, oder?
Nein, ganz ehrlich nicht. Also ich bin wirklich total überrascht, oder wir waren alle total überrascht, waren eigentlich ganz geschillt auf der Veranstaltung, weil wir davon ausgegangen sind, dass unsere Mitstreiter, nämlich Malta und Dubai, so eine gute Arbeit geleistet haben, dass wir eigentlich überhaupt keinen Stich haben. Aber umso überraschter war es dann auf einmal, wo wir unseren Namen gehört haben. Das war schon geil, echt. Ja, aber ich denke, ihr habt es auch verdient. Frage jetzt, wie jedes Jahr, was gibt's Neues 2023 am Kreidesee? Viele Besucher kommen ja hier immer vorbei und fragen auch, was es bei euch so zu sehen gibt. Hier läuft ein toller Film, aber nichtsdestotrotz gibt's Pläne für 2023, Neuigkeiten im See? Ja, auf jeden Fall sind wir ja erstmal froh, dass wir Corona und auch die Wirtschaftskrise so einigermaßen überstanden haben. Also insofern freuen wir uns natürlich, dass wir überhaupt erstmal noch da sind. Ganz klar, wir wollen jetzt dieses Jahr, so wie alle anderen hier auf der Messe, wieder komplett neu durchstarten. Geplant haben wir natürlich unter anderem, dass wir uns mal ein bisschen auch um neue und mehr Sanitäranlagen kümmern. Das ist natürlich auch ganz wichtig, nicht nur die Tauchobjekte. Wobei da auch schon was geplant ist. Wir haben schon was auf dem Platz liegen, was wir dementsprechend noch so ein bisschen vorbereiten müssen. Also man darf gespannt sein. Und dann ist in diesem oder eventuell auch im nächsten Jahr, das steht noch nicht so hundertprozentig fest, geplant, dass wir vielleicht als neues Highlight auch Hausboote auf dem See anbieten. Ah, direkt zum Übernachten. Direkt zum Übernachten, direkt so am Westufer, also rein theoretisch wäre es möglich, denn direkt vom Hausboot, wenn man Lust hat, einfach ins Wasser zu springen und tauchen zu gehen. Ja, das sind nochmal gute Neuigkeiten. Ja, Holger, dann würde ich sagen, dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit deinem Team zusammen. Die restlichen zwei Tage oder anderthalb sind es eigentlich fast noch und viel Erfolg für dieses Jahr. Ja, vielen Dank, es bleibt weiterhin spannend und wir freuen uns auch schon wieder auf die nächste Messe.